Kommen wir zu unserem Interviewgast. Lukas Gotter ist Ehemann, Pastor, Stiftungsgründer und Autor. Er liebt American Football und auch Fußball, Bayern München im Besonderen. Und trotzdem hat er seine Karten für das Champions League-Spiel gestern verkauft, damit er heute rechtzeitig zur Aufzeichnung hier sein kann. Wenn er euch gleich bekannt vorkommt, dann vielleicht daher. Lukas Gotter, 32 Jahre alt, kommt aus Halle an der Saale. Wer hätte es gedacht, vom Phänotyp her? Pastor sind Sie. Welche Wahrnehmungsstörung macht es den Betroffenen unmöglich, sich das Entsprechende zu merken? Ich habe das gehört deswegen, weil Brad Pitt, glaube ich, darunter leidet. Davon habe ich gehört. Die Brad Pitt-Geschichte stimmt. Sie sind eine Runde weiter. Was findet man in den Namen unserer 16 Bundesländer am häufigsten? Ich mach mal hier, einer macht Burg, einer macht Rhein, einer macht Land, einer macht Stein, dass wir irgendwie mitrechnen können. Dann Rheinland-Pfalz, Rhein. Was sind Sie? Ach so. Nee, Sie. B. Ja, aber Land. Da ist beides drin. Ja. Ja. Sie sind professioneller Schlagzeuger, habe ich mir sagen lassen. Wer verbrachte seine früheste Kindheit in dem Dorf Godric's Hollow? Tom Sawyer? Frodo Beutlin? Harry Potter? Oder James Bond? Ich würde gerne den 50-50-Joker nehmen. Jetzt schon? Ja, Harry Potter. Hundertprozentig. Ja! Dann gratulieren wir Ihnen ganz herzlich in jedem Fall zu den 750.000 Euro. Herzlich willkommen, Lukas Gotter. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Bitte, nimm Platz. So. Die Bayern haben gestern gewonnen. Mhm. Bist du jetzt extra traurig, dass du nicht dabei warst oder froh, dass sie ohne dich das geschafft haben? Ja, froh, dass sie es auch ohne mich geschafft haben, genau, ja, genau. Aber das Schöne ist, wenn man weiterkommt, da kann man ja dann zu den anderen spielen. Eventuell klappt es ja. Gibt es noch eine Chance? Ja, genau. Okay, okay, ja. Na gut. Wir freuen uns auf alle Fälle, dass du da bist. Wir hatten dich ja schon für letzten Herbst geplant, dann warst du krank. Mhm. Umso besser, dich heute hier zu haben. Ja, sehr schön. So, 750.000 Euro. Nervt es dich eigentlich schon, dass von den vielen Dingen, die du in deinem Leben erlebt und gemacht hast, jetzt alle immer mit dem kommen? Wer wird Millionär? Er hat gewonnen. Ja, ja. ist alles okay. Also ich, man kann es ja den Leuten nicht irgendwie krumm nehmen, dass sie die Geschichte noch nicht gehört haben. Ich kann das gerne immer wieder erzählen. Es ist auch eine tolle Story. Ich bin da selber ja sehr glücklich einfach gewesen. Ja. Und beschenkt, dass ich so viel Geld gewinnen konnte. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Deswegen ist es ja einfach auch eine positive Sache, mit der man irgendwie in Verbindung ist. So. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, überhaupt da mitzumachen? Also ja, das ist irgendwie ganz witzig. Ich habe Theologie studiert und am Ende von meinem Studium war noch Studium übrig, aber das Geld alle. Ach so. Genau. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Ja, stimmt. Und dann habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, wie kann ich irgendwie gucken, dass ich trotzdem noch voll studieren kann. Natürlich irgendwie Nebenjob oder so, habe ich auch drüber nachgedacht und kam auf die Idee Quiz-Sendung. Und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, naja, man kann sich ja mal zum Spaß bewerben dort und gucken, was passiert. Und dann haben die mich einen Tag später schon angerufen und dann ging das ganz schnell und dann war ich in der Sendung. Du bewirbst dich, dann kriegst du einen Anruf und dann sagen die, kommen sie. Oder musst du da noch vorher irgendwelche Tests absolvieren, also, dass du... Man macht dann am Telefon ein kurzes Quiz. Okay. So, die wollen schon ein bisschen auf Nummer sicher gehen, dass die Person auch ein bisschen Allgemeinwissen hat. Ja, ja, ja. Das braucht man ja durchaus. Und dann, ja, genau. Und ich glaube, bei mir hat auch gezogen, da ich Pastor bin, die hatten noch nicht so viele Pastoren in der Sendung. Ja, ja, ja. Und das ist natürlich immer schön, wenn die dann eine Story erzählen können und so. Irgendwas und dann, Kurioses. Genau. Okay, also genau. Mit Seltenheitswert bist du reingekommen. Ja, so kann man das sagen, ja. Ja, cool. In dem Laufe der Sendung, gab es irgendeinen Moment, wo du dir gedacht hast, oh Mann, das könnte eine richtig große Nummer werden. Oder also irgendwann muss ja bei dir auch dann so die Räder anfangen, sich zu drehen, oder? Ja, also das Ding war ja, dass das über zwei Sendungen ging. Ah ja, also, okay. Genau, also ich war so Überhangkandidat, heißt das ja dann immer so schön. Und dadurch hatte ich ja, also ich wusste ja schon, ich bin bei 125.000 Euro. Und mit dieser und habt noch drei Joker. Und dann kam eine Nacht dazwischen. Genau. Und okay. Dann kann man sich ganz viel Gedanken machen und darüber philosophieren. Und wie macht man das?
Und also von daher, das war schon so, wo ich gedacht habe, wow, das ist so viel Geld jetzt schon. Mhm. Ich habe da gar nicht damit gerechnet, dass ich, also. Ja, so. Also selbst wenn du jetzt nichts mehr genau. dazu gewinnst. Dann wäre das ja. schon ein Riesenerfolg, also auch schon mehr, als ich gedacht habe. Und also mein Ziel war innerlich so mein BAföG-Kredit, dass ich den abzahlen okay. kann. Das hatten wir dann schon nach der ersten Sendung relativ schnell okay. abgefrühstückt. Und habt ihr dann, hast du oder du und deine Frau, habt ihr schon überlegt, was machen wir mit dem Geld so? Oder kam das erst danach? Also tatsächlich haben wir im Vorfeld darüber geredet, also wie gehen wir mit dieser Summe um? Mhm. Also dann war auch klar, 125.000, das ist jetzt nicht nur irgendwie, ja, 16.000 ist auch viel Geld, total viel natürlich, Geld. Natürlich, ja. So. Aber das war dann schon so, wo klar war, also das kann jetzt hochgehen. Und wir haben uns vorher auf Prozente geeinigt, okay. sozusagen. Mhm. Zu sagen, so und so viel Prozent behalten wir und dann können wir überlegen, was wir damit machen. So und so viel Prozent wollen wir in Projekte stecken. Ja. Und mit so und so viel Prozent wollen wir vielleicht auch eine größere Sache sozusagen angehen, mhm. die ja einfach über uns hinausreicht. So. Ja, ja. Genau, das war so. Das habt ihr dann auch gemacht, mhm. Im Gegensatz zu dem Lotto-Schicko, der immer in der ja. Bildzeitung da auftaucht. Ne? Habt ihr eine Stiftung gegründet? Mhm. Wie macht man denn sowas? Wusstet ihr das oder habt ihr einfach mal begonnen und dann geschaut? Also in dem Kontext, wo ich unterwegs bin bei uns in der Gemeinde, war das schon lange Thema, mhm. bei ein paar Leuten zu überlegen, lasst uns eine Stiftung gründen, weil das ist eine rechtliche Form, die ist relativ weit oben angebunden. Okay. Und damit kann man viel machen. Die kann man sehr individuell auf mhm. das Anliegen jeweils gestalten. So, und es hat aber immer das Geld gefehlt. Ah, ja. Also den Geldgeber, also man hätte das auch schon vielleicht vorher machen können, wenn man alle zusammen, die ja. damit mit involviert waren in dem Prozess, aber das wäre über unseren Limit gewesen ja. sozusagen. So hattet ihr jetzt einen Grundstock. Und jetzt hatten wir einen Grundstock und dann konnten wir sagen, okay, alles klar, dann machen wir eine Stiftung, und dann, genau. Mhm. Die Stiftung heißt ja Gemeinsam für Halle. Mhm. Halle an der Saale, ich kenne es als Haltestelle zwischen Frankfurt und Berlin mit ja. dem ICE. Mhm. Warum Halle? Was fasziniert dich an Halle? Ich bin 2010 nach Halle gekommen zum Studium mhm. und meine Schwester war schon dort gewesen und ich bin sehr schnell dort erstmal sozial angekommen, dadurch auch vielleicht so. Okay. Sehr schnell in die Gemeinde reingekommen, habe sehr schnell Freunde gefunden mhm. und dann, je länger ich dort geblieben bin, habe ich gemerkt, die Stadt verändert sich immer. Das ist so eine Stadt, die sieht heute ganz anders aus als damals, als ich hergekommen bin. In deinem Buch nennst du sie die graue Diva. Ja, genau. So hieß sie früher, zu DDR-Zeiten war das so der Titel. Ja. Genau, weil da war viel Chemie und viel Industrie war in der Nähe. Halle Neustadt wurde gebaut. Das ist so ein Plattenbausiedlung sozusagen. Und das war wie eine eigene Stadt, die nur dafür gebaut wurde, dass dort Arbeiter wohnen, die dann in der Chemie arbeiten, das, was nicht weit entfernt war. Und deswegen ist das ja. sehr, das war so der ist dir ans Herz Slogan. Gewachsen, einfach die Stadt auch dann. Genau, und man sieht dort einfach so die Unterschiede zwischen Arm und Reich sehr stark. Mhm. Und gleichzeitig gibt es da ganz viel Kultur, ganz viel Geschichte. August Hermann Franke ja. war dort und Genscher kommt von dort. So, der hat dann auch viel mit dazu beigetragen, dass die frankischen Stiftungen wieder aufgebaut werden und so. Also es hat viel Geschichte, ja. es ist sehr viel Veränderung trotzdem in der Stadt und es ist so ein bisschen wie Großstadt, wie ich habe vorher in Leipzig gewohnt, das ist natürlich viel größer. Halle ist trotzdem schön, weil man geht über den Marktplatz und trifft immer jemanden, den man kennt. Ah, das ja. ist so ein schöner noch, Mix. Noch vertraut, okay. Genau. Abonnier den Kanal und klick auf die Glocke. Danke, 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 danke.